Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Die Kandidaten hatten ja mal einen Tag Pause und dementsprechend gibt es heute natürlich keine Partie des Tages. Aber weil wir jeden Tag auf dem Kanal nur eine Partie anschauen, dachte ich, es wäre sinnvoll, wenn wir an den freien Tagen einfach mal eine kleine Rückschau machen zu spannenden Momenten, in denen man vielleicht etwas rechnen musste, in denen man eine gute strategische Idee finden musste oder das Endspiel gut behandeln, sodass ihr dabei auch etwas lernen könnt, wenn ihr wollt. Und ja, ich zeige euch jetzt Beispiele aus verschiedenen Stellungen. Ihr könnt dann immer, wenn ihr die Stellung seht, erstmal das Video anhalten und selbst nachdenken. Zumindest wenn ihr das wollt. Wenn nicht, könnt ihr auch einfach direkt zu meinen Erklärungen kommen. Und wir starten in der ersten Runde bei Caruana gegen Nakamura. Das waren aus meiner Sicht wohl die beiden Turnierfavoriten. Nach vier Runden wissen wahrscheinlich die meisten von euch, liegt keiner von beiden vorne. Aber ja, vier Runden sind noch nicht mal ein Drittel des Turniers. Also das bedeutet vielleicht noch nicht ganz so viel. Und die spielten auch direkt eine spannende Partie, Nakamura mit ungewöhnlicher Eröffnungsbehandlung. Und ihr seht hier vielleicht schon, der schwarze Turm steht plötzlich auf F2. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sollte Weiß darauf reagieren? Wie gesagt, für alle, die trainieren wollen, denkt mal nach, wie ihr mit Weiß hier weiterspielen würdet. In dieser Stellung hat Weiß natürlich die Option, den Turm zu nehmen. Und das ist auch das Erste, was man überprüfen sollte. Man kann jetzt natürlich sagen, wenn Nakamura den da geopfert hat, dann kann man den bestimmt nicht nehmen. Aber am Ende ist das nicht der Weg, wie man besser am Schach wird. Und vor allem ist das auch nicht der Weg, wie man Partien gewinnt. Wenn wir den Gegnern immer alles glauben, dann wird es schwierig, sie zu schlagen. Dennoch, in diesem Fall hatte Nakamura natürlich recht. Nach König F2 folgt Dame H4 Schach. Der König möchte natürlich hier nicht ins Offene laufen, sondern lieber nach G1, aber hier ist Läufer D4 sehr stark. Und das Problem für den weißen König ist, dass die Figuren hier am Damenflügel einfach so weit wegstehen, dass er sich nicht so richtig verstecken kann. Turm schlägt D4 scheitert zum Beispiel komplett an Dame E1 Schach und König H1, Läufer E5, droht matt auf H2. Das ist auch gar nicht so super einfach zu verhindern. Nach H3 kommt nämlich Dame G3 und jetzt droht wieder matt. Und wenn der König versucht rauszulaufen, kann Schwarz einfach anfangen, Schachs zu geben. Nach König H1 geht die Dame einfach wieder zurück und wir würden die Stellung wiederholen. Und nach König F1 würde Dame F4 folgen. Wenn der König nach G1 geht, wird die Stellung wiederholt. Und wenn der König nach E2 geht, dann folgt sogar Läufer D4 und hier gewinnt Schwarz sogar, denn es wird auch noch der Turm in den Angriff eingeschaltet. Das ist vielleicht nicht ganz trivial zu sehen, aber dennoch ist es, glaube ich, verständlich mit den Figuren hier am Damenflügel, dass das irgendwie nicht reichen kann für Weiß. Das heißt, König schlägt F2 reicht nicht aus, um hier weiter auf Gewinn zu spielen, was Fabiano ja wahrscheinlich wollte, denn er hatte zuvor einen Bauern mehr, den hat Nakamura gerade rausgeschlagen. Und die beste Möglichkeit hier ist es, die Figuren so schnell wie möglich wieder ins Zentrum bzw. Richtung Königsflügel zu holen. Turm schlägt D5 ist der Anfang von dieser Operation. Das sieht auch erstmal ganz logisch aus. Ich meine, wenn man den F2 nicht nehmen kann, kann man ja wenigstens den hängenden Bauern schlagen. Und hier folgte Dame H4. Und auch hier aus meiner Sicht nochmal ein recht starker strategischer Zug, Dame D3. Auch die Dame wird in Richtung des Königsflügels geholt, denn man möchte natürlich nicht matt gesetzt werden und hier ist es jetzt auch nicht mehr so einfach für Schwarz, die Initiative aufrechtzuerhalten. Denn die weißen Figuren sind plötzlich gut koordiniert, stehen sehr zentral. Hier diese drei weißen Schwerfiguren auf der D-Linie. Die gucken natürlich nicht nur auf der D-Linie lang, sondern auch jeweils zur Seite, sodass man sowohl die erste Reihe als auch die dritte Reihe und die fünfte Reihe gut unter Kontrolle hat. Und Weiß hat hier einen Bauern mehr. Tatsächlich hatte Fabiano auch später ganz gute Gewinnchancen, aber er entschied sich dann an einer Stelle für einen falschen Abtausch und so ging die Partie am Ende remis aus. Diese Phase jedoch spielte er sehr, sehr stark und ja, da wäre auf jeden Fall auch mehr drin gewesen. Eine weitere Stellung aus der ersten Runde. Gukesh gegen Vidit. Ja, eins der indischen Duelle, die natürlich am Anfang des Turniers gespielt werden mussten. Und wir starten hier mal an der Stelle, wo Schwarz am Zug ist, einfach um euch diesen fantastischen Zug, den Vidit hier gespielt hat, zu zeigen. Er spielte hier Läufer G4. Das ist wahrscheinlich ein sehr überraschender Zug, zumindest kam der für mich sehr überraschend. Ob Gukesh den vorhergesehen hat, das kann ich euch jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Und auch hier ist wieder ein guter Moment, mit Weiß zu überlegen, wie man spielen sollte. Natürlich muss man als allererstes überlegen, was passiert denn, wenn man diesen Läufer schlägt. Auch hier kann man natürlich wieder vermuten, dass Vidit schon eine Idee hatte. Und die Hauptidee ist es tatsächlich, das Feld
C8 zu räumen, sodass der Turm jetzt mit Tempo dorthin kommen kann. Der Punkt ist, der weiße König steht noch in der Mitte und kann auch nicht so leicht verschwinden, denn der Königsflügel ist noch nicht entwickelt. Und ja, zum Beispiel nach Dame D3 hat Schwarz viele Optionen. Wahrscheinlich ist das einfachste sowas wie Turm A2, denn der Turm ist gefesselt, der Läufer hängt und der kann auch nicht so einfach ziehen, weil man natürlich Turm C1 Schach nicht zulassen möchte. Aber es geht auch forcierter, man kann Turm A1 spielen. Läufer schlägt und dann Turm C1. Und nach König E2, E4. Und hier hat Weiß zwar einen Turm und einen Läufer mehr, aber tatsächlich sind das die beiden. Und die machen überhaupt nicht mit. Und deswegen sind die auch nicht wirklich etwas wert. Ja, die Dame muss ziehen und hier Dame B5 Schach. Der König hat kein Feld, das heißt Weiß muss den Turm opfern. Aber nach Turm C2, zum Beispiel König E1 und Bauer schlägt D3, hat Schwarz zumindest den Turm zurückgewonnen und vor allem droht auch Dame B1 matt. Und auch hier gilt weiterhin, Läufer und Turm machen nicht mit und deshalb gewinnt Schwarz. Das heißt, auf G4 darf man nicht nehmen. Aber was ist dann die Alternative? Denn Turm C8 ist natürlich auch in dieser Stellung eine Drohung. Ja? Also das droht nicht erst, wenn man den Läufer nimmt. Und hier hat Weiß tatsächlich nur einen einzigen Weg, die Stellung zu halten. Und zwar mit Läufer C3. Das greift die Dame an, verhindert damit, dass Schwarz auf F3 nehmen kann, verhindert mehr oder weniger Turm C8 und es löst auch die Fesselung auf. Und hier spielte Schwarz Dame A3. Auch hier hat man natürlich dann wieder die Idee, Turm C8 zu spielen und Weiß fand die beste Möglichkeit hier. Er spielte Läufer B2 und nach Dame B4. Läufer C3 wiederholten die beiden dreimal die Stellung und die Partie ging Remis aus. Ja, vielleicht nochmal kurz in die Ausgangsstellung. Also Läufer G4 war hier vielleicht auch gar nicht der allerbeste Zug, aber ist natürlich sehr ästhetisch. Und deshalb wollte ich den euch unbedingt zeigen und natürlich auch, weil das auf jeden Fall eine gute Sache ist, mal ein bisschen zu rechnen, wie man auf solche überraschenden Züge reagieren kann. Die nächste Stellung wurde in der zweiten Runde zwischen Pragnananda und Gukesh gespielt. Pragnananda hat ja sehr, sehr aggressiv in der Eröffnung gespielt, hat einige Bauern geopfert und in der Stellung, die ihr gerade auf dem Brett seht, hat Weiß sogar eine Figur weniger und dafür nur einen Bauern. Jetzt ist aber die Frage, wie sollte Schwarz hier weiterspielen? Denn natürlich stehen die schwarzen Figuren schon etwas komisch und Weiß steht sehr aktiv. Schwarz muss zum Beispiel aufpassen, der Läufer ist etwas bewegungsunfähig, weil Springer F6 immer unangenehm ist. Dazu hat Schwarz natürlich auch eventuell das Problem, dass Weiß mit Springer H6 und Springer F7 so eine Art Schaukel hat. Und jetzt ist die Frage, wie sollte Schwarz hier reagieren? Und das ist auch so ein bisschen in die strategische Richtung. Also hier kann man die Stellung, glaube ich, auch ganz gut mit Verständnis lösen. Wenn man versteht, was will man erreichen, was muss man verteidigen und vor allem, wie kann man die Figuren so stark wie möglich machen. Und hier ist es ganz wichtig, die Figuren am Damenflügel, die machen noch nicht mit. Und auch wenn man eine Figur mehr hat, wenn die Figur nicht mitspielt, dann ist das erstmal nicht allzu viel wert. Und genau deshalb fand Gukesh hier den starken Zug Springer D8. Das verhindert einmal natürlich diese Schaukel mit Springer H6 und Springer F7, weil auf F7 der Springer dann einfach geschlagen werden kann. Aber das macht auch noch was ganz anderes, denn es greift eben auch den Springer auf F7 und den Bauern auf E6 an. Und wenn Weiß hier irgendwie die eine oder andere Figur abtauscht, dann ist eben die Initiative ganz schnell vorbei. Und hier hat Weiß genau das Problem. Es ist nicht so einfach, überhaupt einen Zug zu finden, der das verhindert. Pragnananda hat auf D8 geschlagen. Der Computer sagt, das Beste wäre Dame D4, aber okay, hier kann Schwarz natürlich auf E6 schlagen. Und auch das sieht gar nicht mehr so vielversprechend aus für Weiß. Der Springer hängt, man hat diesen Bauern zurückgewonnen und Schwarz hat sich in jedem Fall befreit. Also der Punkt ist, Weiß kann eben auf A7 nehmen, aber es sollte nicht reichen für Weiß. Dennoch interessante Idee. Nach Springer schlägt D8. Folgt jetzt Läufer schlägt D8, im Übrigen ist auch Dame schlägt D8 in Ordnung, also hier hat man sogar Auswahl. Und nach Läufer schlägt D8, Dame D4, setzte Gukesh mit Turm B7 fort. Und Schwarz hat hier eine Figur mehr und in wenigen Zügen gab Weiß auf. Ich kann noch kurz das Ende der Partie zeigen nach Turm E4. Läufer F6 möchte Weiß natürlich nicht tauschen, denn Weiß möchte kein Material tauschen. Aber nach Dame E3, Läufer E7, H4, Dame C6 werden plötzlich die schwarzen Figuren aktiv. Und nach H5, Läufer C5, Dame G5, Läufer schlägt E6,
H6 und Turm schlägt F2, gab Weiß auf, denn plötzlich geht es dem weißen König an den Kragen und Weiß hat eben auch nach wie vor diese Leichtfigur weniger und das lohnt sich nicht weiter zu spielen. Also um nochmal in die Ausgangsstellung zu schauen, hier ganz, ganz wichtig zu verstehen, wo sind die weißen wichtigen Punkte und dieser Bauer auf E6 und der Springer auf F7, die sind essentiell. Und mit Springer D8 kann man hier alle schwarzen Probleme lösen und steht dann eben nicht nur ausgeglichen, sondern sofort auf Gewinn, weil man ja immer noch eine Leichtfigur mehr hat. Auch das nächste Beispiel ist aus der zweiten Runde. Und hier haben wir eine Stellung aus der Partie Nakamura-Widit und tatsächlich war ich recht überrascht, dass Weiß hier nicht mehr in der Vorbereitung war, aber das war offensichtlich der Fall. Weiß hat aber gerade einen Bauern auf E5 weggenommen. Und ich sag mal, ich hatte in dem Moment schon erwartet, dass Widit da etwas vorbereitet hatte und für euch könnt ihr jetzt mal versuchen zu überlegen, was Schwarz hier spielen sollte. Dafür braucht man keinen Supercomputer, das kann man finden, wenn man sich an bestimmte Rechenregeln hält, nämlich Schachschlag und Drohzüge überprüfen. Schwarz hat hier den starken Zugläufer, schlägt H3. Das ist auch der einzige, der irgendwas bringt, denn ansonsten hat Schwarz eben einfach einen Bauern weniger. Der Punkt ist, dass nach G schlägt H3 Dame B8 folgt. Der Springer kann jetzt nicht ganz so einfach zurück, denn dann kommt die Dame nach G3, deshalb sollte man das lieber nicht zulassen. Aber nach Läufer F4 folgt einfach Läufer C7 und der Springer ist gefesselt, da der Läufer dahinter hängt. Und der Springer hängt eben auch und kann nicht nochmal verteidigt werden. Hier sollte man sowas wie Läufer G3 spielen und nach Läufer schlägt E5 F4 und zum Beispiel Läufer C7 Dame F3. Kommen wir in eine aus meiner Sicht recht unklare Stellung, also Weiß hat das Läuferpaar und hier recht starke Bauern, aber der weiße König wurde auch etwas geschwächt und es ist natürlich davon auszugehen, dass Widit und sein Team das in der Vorbereitung angeschaut haben und zu dem Schluss kam, dass das gut spielbar ist für Schwarz. Nakamura hat sich hier, glaube ich, etwas selbst verwirrt. Also ich habe mir seinen Recap von der Partie angeschaut und er meinte, er hat das schon gerechnet. Aber irgendwie hat er sich dann für Springer C4 entschieden. Das war kein so guter Zug, denn nach Läufer G4, Dame C2, Läufer C7 schauen plötzlich die schwarzen Figuren in Richtung des weißen Königs und vor allem wurde eben diese Diagonale des Läufers geöffnet und schon ein Bauer vom weißen Königsschutz entfernt. Und Schwarz steht hier tatsächlich schon einfach besser. Natürlich hätte die Partie nicht so abrupt enden müssen, wie sie es getan hat. Aber ja, Schwarz gewann diese Partie. Das gibt es auch auf diversen Kanälen zu sehen. Ich meine unter anderem zum Beispiel Nakamura, der ja von jeder Partie, also von jeder seiner eigenen Partien, einen kleinen Recap hochlädt. Also da schaut gerne mal vorbei, wenn ihr wissen wollt, was die Kandidaten sich denn bei den Partien denken. Und ja, das war das Beispiel. Läufer schlägt H3, sehr schönes Motiv. Insbesondere mit Dame B8. Nicht so super typisch, aber sollte man immer im Blick haben, wenn dieser Bauer auf F2 in Italienisch oder auch Spanisch, das sind so die Eröffnungen, wo das am meisten vorkommt, gefesselt ist, denn wenn da die Dame nach G3 kommt, dann kann das schnell schlecht enden für Weiß. Schauen wir noch eine Partie aus der zweiten Runde an, und zwar zwischen Caruana und Abbasov. Das ist eher eine Aufgabe so strategischer Natur und zum Thema Verteidigung. Hier ist nämlich das Problem von Schwarz. Schwarz hat einen Bauern weniger und auch der schwarze König sieht nicht so super sicher aus. Aber das ist natürlich noch kein Grund aufzugeben und Nejat hätte hier durchaus Chancen gehabt, weiter zu kämpfen. Allerdings ist er hier ziemlich zusammengebrochen und hat in sehr wenigen Zügen verloren. Ihr könnt gerne mal versuchen, es besser zu machen. Hier ist es ganz wichtig zu verstehen, was darf man machen und was darf man nicht machen. Und hier ist einfach das Allerwichtigste, die Stellung zu stabilisieren. Das kann man mit dem Zug Dame E6. Jetzt hängt erstmal der Turm auf F5. Das kann Weiß nicht einfach ignorieren, dementsprechend ist auch die Gabel mit Springer schlägt C5 nicht möglich. Der Turm sollte also ziehen. Und anschließend kann man die Dame nach D5 stellen, wo sie C5 deckt. Es ist ganz wichtig hier, die Figuren erstmal auf dem Brett zu behalten und die weißen Figuren zu deaktivieren. Und hier sollte Weiß jetzt vielleicht schauen, dass man sowas wie Turm E1 spielt, weil sonst kann Schwarz auch überlegen, sich auf den E-Bauern zu stürzen. Und auch hier kann man den E-Bauern blockieren. Diese Stellung ist immer noch schlecht für Schwarz, aber man hat Chancen, sie zu halten. Ein wichtiger Punkt ist, man kann natürlich diesen Springer rausnehmen, wann immer es passt. Aber man kann sich eben jetzt auch stabilisieren, der A-Bauer läuft erstmal nirgendwo hin und wenn man den E-Bauern angreift, dann sind eben auch die weißen Figuren beschäftigt. Keine einfache Variante und die Stellung am Ende ist eben immer noch unangenehm. Aber wir schauen mal, was in der Partie passiert ist, um zu zeigen, wie wichtig es war, diese Aktion zur Stabilisierung zu finden.
Schwarz hat auf B3 genommen. Und nach Dame schlägt B3 ist tatsächlich schon ein großes Problem für Schwarz, dass Weiß einfach Turm F1 und Turm F7 spielen möchte. Wenn man versucht, das irgendwie passiv zu verteidigen, das hilft nicht. Denn nach Turm F1 und, ja, keine Ahnung, zum Beispiel Dame E8, E6, wird Turm F7 nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das heißt, das funktioniert nicht. Deshalb hat Nejat versucht, einfach den Bauern auf A5 zu schlagen, sodass man zumindest das Material ausgleicht. Aber jetzt nach Turm F1 ist Turm F7 natürlich noch stärker und nach König H8 folgte dennoch Turm F7. Und hier hat Schwarz jetzt schon direkt aufgegeben. Das Problem ist, dass die Dame einfach nach H7 kommt und Schwarz hat keinen Weg, das zu verhindern. Ich meine, man kann hier die Dame aufgeben, aber selbst dann würde es wahrscheinlich schnell matt werden. Und dementsprechend, ja, ist die Aufgabe hier durchaus verständlich. Also in der Ausgangsstellung ganz wichtig zu verstehen, welche Figuren man zur Verteidigung braucht. Der Läufer hält den A-Bauern auf, aber der guckt eben auch nach F7. Deswegen ist es eine sehr, sehr schlechte Entscheidung, den abzutauschen. Ich gebe zu, die Verteidigung hier ist nicht einfach und auch die entstehende Stellung ist nicht leicht zu verteidigen. Aber dennoch muss man natürlich versuchen, immer so viel wie möglich Widerstand zu leisten. Denn das kann wirklich den einen oder anderen halben und manchmal sogar ganzen Punkt einbringen. Unser nächstes Beispiel kommt aus der vierten Runde zwischen Jan Nepomniachtchi und Vidit. Hier war Schwarz am Zug, Vidit spielte mit Schwarz. Für alle, die das vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen, das war eine Berliner Mauer. Weiß sieht recht aktiv aus, gerade mit diesem Springer auf F6 und natürlich auch dem Springer auf H4. Aber Schwarz ist am Zug. Und hier beging Vidit einen ziemlich groben strategischen Schnitzer. Und ihr könnt gerne mal versuchen, einen besseren Weg zu finden. Ich glaube, dass die Idee hier eigentlich gar nicht so schwierig ist für Schwarz. Hier sollte man sich fragen, wo sind die weißen Schwächen? Dann stellt man ganz schnell fest, dieser Bau auf E5 ist eine Schwäche. Der auf B2 zwar auch, aber der ist momentan natürlich sehr gut verteidigt und der ist auch schwer nochmal anzugreifen. Und genau deshalb wäre C4 auch ein starker Zug. Denn was macht man jetzt mit dem E5? Wenn man einfach den Springer zurückzieht, dann hat man irgendwie nichts gekonnt. Und dann kann Schwarz zum Beispiel den Turm aktivieren, weil Weiß eben keine aktiven Ideen mehr hat. Deshalb sollte Weiß G6 versuchen. Aber hier kann Schwarz auf E5 schlagen. Das sieht vielleicht etwas gefährlich aus, weil der Bauer nach G7 kommt, aber hier ist es ganz wichtig, Läufer schlägt F6 zu sehen. Der Punkt ist, dass nach G schlägt H8 Dame, Läufer schlägt H8, tatsächlich Schwarz nicht nur genug Kompensation hat, sondern sogar mehr als das. Schwarz hat hier zwei sehr starke Läufer. Schwarz hat diesen Springer, der eventuell nach D3 kommt, und Schwarz hat eben auch zwei Bauern für die Qualität. Diese Stellung ist sehr, sehr schlecht für Weiß. Die Alternative zu G schlägt H8 ist natürlich sowas wie Turm schlägt F6. Aber jetzt nach Turm G8 hängt dieser Bauer auf G7. Und wenn der fällt, dann hat er einem erstmal nicht groß was gebracht. Weiß kann versuchen, den zu verteidigen, aber hier kann Schwarz zum Beispiel Springer D3 spielen. Schwarz möchte hier gegebenenfalls den Bauern auf B2 wegnehmen. Und natürlich ist es hier auch recht wichtig, dass die Bauern C3 und A3 auch schwach werden, nachdem dieser Bauer verloren geht. Und wenn der A3-Bauer fällt, dann ist auch der schwarze A-Bauer sehr schnell. Das heißt, diese Stellung ist tatsächlich sehr gut für Schwarz. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung, die man zeigen sollte. Weiß hat hier natürlich die Idee, mit Turm schlägt E6 und Turm F8 fortzusetzen. Aber hier hat Schwarz Turm schlägt G7. Läufer schlägt G7 und Turm G5, gewinnt der Läufer zurück und am Ende hat Schwarz zwei Bauern mehr. Und das ist natürlich super. Wenn man diese Taktik mit Weiß nicht nutzt, dann hat man keine Chance, diesen Bauern hier durchzubringen. Und dann werden sich eben die weißen Schwächen bemerkbar machen. Also C4 einfach ziemlich deutlich gegen diesen E5-Bauern gerichtet und dann hat Weiß tatsächlich sogar Probleme. Vidit hingegen hat sich hier für Turm B3 entschieden. Und der ist aus verschiedenen Gründen schlecht. Also einmal lässt er natürlich diese Möglichkeit mit C4 aus. Er nimmt sich auch langfristig die Idee C4, denn der Turm steht ja nicht mehr auf B5 und greift dadurch den Bauern auf E5 nicht mehr an. Aber er macht noch was anderes. Er stellt seinen Turm völlig ins Abseits. Und ich werde diese Partie noch etwas weiter zeigen, weil später nochmal ein interessanter Moment kommt. Hier folgte G6. Schlägt, schlägt und Turm D8. Ja, Weiß hat jetzt das schwarze Läuferpaar abgeholt und dazu den Bauern auf H5. Aber dafür wird der schwarze Turm aktiviert. Okay, Weiß versucht Material zu tauschen, denn wenn man etwas mehr hat, möchte man gern Figuren abtauschen. Turm F3, König F3 und Läufer schlägt H3. Plötzlich ist das Material wieder ausgeglichen.
Aber Weiß hat einen Freibauern und Schwarz nicht. Okay, der Freibauer läuft. B5, Schwarz versucht diesen Turm irgendwie zu befreien, zum Beispiel mit B4 und natürlich auch die weißen Bauern anzugreifen. Läufer G5, der Springer hängt, muss also ziehen. Und E7. Hier folgte Läufer D7. Und ja, die wichtige Idee für Schwarz ist es, dass man hier einfach gern den oder bereit ist, den Läufer zu geben und dann einfach die Bauern am Damenflügel abzuholen. Aber Nepomniachtchi macht es ihm nicht so leicht. Turm D1, jetzt hängt der Springer, König C6 und König E4. Und hier ist nochmal ein ganz wichtiger Moment für Schwarz, denn hier ist die Frage, was sollte man tauschen? Der Springer hängt, was macht man da? Widdit entschied sich für Läufer E8, um den Springer auf D5 gegen den Springer auf H5 zu tauschen. Das war aber nicht das Beste. Am besten war es hier, den Springer abzugeben und nach Läufer E7 Turm B2 zu spielen. In dieser Stellung sollte Weiß so schnell wie möglich den Springer zurückbringen. Und nach Turm C2, Springer G6, droht man Springer E5, Läufer E6, hat Weiß in jedem Fall ganz gute Gewinnchancen, aber man sollte nicht vergessen, dass Weiß eben auch nicht mehr so viele Bauern hat, was Schwarz eben auch gewisse Remischancen gibt. Ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, welche Seite jetzt hier die besseren Aussichten hat, also das Ergebnis, was man gerne hätte zu erreichen. Weiß wird hier sicher nicht traurig sein über diese Stellung, aber hier hätte Schwarz, wie gesagt, auf jeden Fall Rettungschancen. Läufer E8 war schlecht. Schwarz war hier auch in Zeitnot, also vielleicht hat er das Folgende einfach übersehen. Es folgte Turm schlägt D5, Läufer schlägt H5 und jetzt kommt der Knallerzug, der Schwarz endlich zeigt, warum Turm B3 so ein schlechter Zug war. Denn plötzlich spielt Schwarz ohne den Turm auf B3. Der ist jetzt einfach eingeschlossen, der kommt da nicht mehr weg. Und das ist genau das Problem in dieser Stellung, deswegen verliert Schwarz hier einfach. Denn natürlich möchte der Bauer durchlaufen. Es folgte noch Läufer G6, König E5, B4 und nach König F6, Läufer E8, vielleicht kurz König schlägt D5, scheitert an König G6 und E8 Dame. Und nach Läufer E8, Turm D8, hat Weiß auf A3 genommen, hoch Schwarz, aber hier möchte man jetzt auf D7 nehmen und E8 Dame spielen und Schwarz ist einfach zu langsam, dementsprechend gab er hier auf. Ja, das war natürlich sehr, sehr bitter für Widdit, denn das war unnötig. Den Turm nach B3 zu stellen war absolut unnötig und die Variante mit C4 ist natürlich nicht ganz leicht zu berechnen, aber sie war sehr prinzipiell und eigentlich auch logisch. Man möchte die Figuren so aktiv wie möglich stellen und nicht irgendwie auf ein Feld wie B3, um dann in 20 Zügen vielleicht diesen Turm mal zu befreien. Jetzt haben wir genug Beispiele von den Männern gesehen, wie sie gute Chancen verpasst haben. Jetzt schauen wir auch mal zu den Frauen. Und da ist in den ersten 4 Runden Miss Chancentod auf jeden Fall Anna Musitschuk. Die hat nur 1,5 Punkte auf dem Konto, es könnten aber deutlich mehr sein. Und der erste halbe Punkt, der liegen gelassen wurde, kommt aus der Partie Musitschuk gegen Lagno. Weiß war hier am Zug, natürlich wie immer kurz vor der Zeitkontrolle und Zeitnot, also verständlich, dass sie hier nicht die richtige Fortsetzung gefunden hat. Dennoch für euch versucht es besser zu machen. Der schwarze König sieht sehr unsicher aus. Jetzt ist aber die Frage, was kann man da machen? Und natürlich sollte man hier anfangen, schnell Schachs zu geben, denn Schwarz hat einen Bauern mehr und vor allem kann Schwarz den König auch schnell in Sicherheit bringen. Also ich meine, die Dame ist nicht zu weit weg und Schwarz kann vielleicht auch einen Gegenangriff starten. Das heißt, man hat wahrscheinlich die Züge Dame G4 Schach und Dame E8 Schach. Und der bessere Zug wäre Dame E8 Schach. Der Punkt ist, dass der König hier gezwungen wird zu ziehen. Nach König G5 ist es tatsächlich gar nicht so leicht weiterzukommen, aber hier kommt vermutlich der Zug, den Weiß verpasst hat. Hier kann man Dame F7 spielen. In so einer Stellung einen ruhigen Zug zu machen, ist natürlich nicht ganz einfach. Der Punkt ist, man möchte hier G7 nehmen und der kann auch nicht gedeckt werden. Und wenn man G6 spielt, dann folgt H4 Schach. Man möchte jetzt natürlich weder auf H4 nehmen noch König G4 spielen, denn dann würden entweder H6 oder G6 mit Schach fallen. Deshalb König H5. Aber immer weiter. G4. Und hier, egal welchen man nimmt, es kommen Schachs, okay, der König muss weg und nach Dame G3, König E2, Dame E3. Sobald man so einen König auf D1 sieht, kann man im Prinzip die Varianten abbrechen, denn das sollte schon reichen. Man kann aber auch noch weiterschauen. Turm D8 sollte die Sache schnell erledigen, denn nach König C2, Turm D2 wird Dame E1 im nächsten Zug matt sein.
Also, der erste wichtige Zug war wahrscheinlich Dame f7 in der Variante nach König g5. Wir sollten aber auch noch König f5 in Betracht ziehen. Ich vermute aber ehrlich gesagt, dass das nicht der Zug war, der Anna gestört hat. Denn hier kann man Dame h5 spielen. Der König darf nicht nach vorne wegen g3. Und wenn er versucht, sich jetzt an den Damenflügel zu flüchten, dann kommt der Turm dazu. König d6 und hier Dame d1. Das Gute an der Dame ist, sie kann eben nicht nur zur Seite, sondern auch diagonal. Und hier ist das Problem, dass die Dame dieses Schach nicht abwenden kann, denn nach Turm d8 geht sie verloren. König c7 scheitert an Dame d8. Auch das ist eine Stellung, in der man schon annehmen kann, dass das matt wird, aber um es euch zu beweisen, Turm e7, König a6 und nach Dame c8. König b6, Turm b7, gewinnt Weiß wieder die Dame, was natürlich ausreicht. Das heißt, der König müsste sich jetzt ins weiße Lager begeben. Und hier hat Weiß ein paar Möglichkeiten, aber das leichteste ist wahrscheinlich Turm d8. Mit der Idee, die D-Linie auch mit dem Turm zu versperren und eben Dame d4 zu drohen, aber gegebenenfalls auch Dame d6. Und nach Dame c4, was eben das eine verhindert, aber nicht das andere, spielt man Dame d6. König b5 und Turm b8. Und nach König a4, zum Beispiel Dame d1, man möchte Dame a1 spielen, man hat aber auch c3 als Idee. Nach Turm b5 folgt zum Beispiel c3. Der König kann jetzt nicht mehr auf die B-Linie und nach König a3, Turm a8, König b2, Turm a1, kann man wieder sehen, dass das wahrscheinlich nicht gut endet für den schwarzen König. Wie gesagt, in dieser Variante nach König f5, ich glaube nicht, dass Weiß Angst vor dieser Variante hatte, denn hier muss der schwarze König wirklich durch die Gegend laufen. Ich vermute, dass sie nach König g5 einfach diese Idee mit Dame f7 nicht gesehen hat, denn ohne die wird es leider kein Matt. Wir zeigen aber noch natürlich, was nach Dame g4 passiert, und das ist ja eine recht logische Alternative. Und tatsächlich in der Partie haben die beiden jetzt die Stellung wiederholt. Also es kam König f7, Dame d7, König g6, Dame g4, König f7, Dame d7. Und nach König g6 erst jetzt spielte Anna etwas anderes. Aber das war nicht so schlau, denn natürlich konnte Weiß an jeder Stelle wieder Dame e8 spielen. Deshalb gehen wir mal an die Stelle nach Dame g4 Schach, denn hier kommt eigentlich der Punkt. Hier hätte Schwarz Dame g5 spielen können. Und nach Dame schlägt e4, Dame f5, Dame e8, König g5, sieht die Stellung zwar etwas angsteinflößend aus, aber tatsächlich macht die Dame hier einen guten Job darin, ihren Monarchen zu beschützen, und Weiß hat hier keinen Weg, matt zu setzen. Also das ist wirklich nur optisch unangenehm. Hier findet man überhaupt keine Idee für Weiß, und das sollte im Normalfall dann ausreichen, um die Stellung zu halten. Ja, das war natürlich ein bitterer halber Punkt, den Anna da hergeben musste, denn den hatte sie sich im Prinzip hart erarbeitet. Also sie hat Katharina gut überspielt und kam dann in diese Stellung und hat eben das Matt nicht gefunden. Aber das nächste Beispiel tut wahrscheinlich noch etwas mehr weh. Auch hier sind wir ja in mehr oder weniger einem Schwerfiguren-Endspiel, nur hat Weiß die einzige Schwerfigur. Anna Musitschuk hat Ley in einem Abtausch Franzosen absolut überspielt und konnte in ein gewonnenes Turmendspiel abwickeln und ja, hat auf dem Weg jetzt eben einen Turm gewonnen, und wir haben jetzt diese Situation mit Turm gegen Bauer. Und in dieser Stellung steht Weiß auf Gewinn. Und die Frage für euch ist jetzt, wie gewinnt man das? Und ich glaube, hier hilft die Kenntnis von einigen elementaren Ideen, die ja überraschenderweise bei Anna jetzt vielleicht nicht da war. Oder es ist natürlich immer nicht so einfach. Also in dieser Stellung hat man ja dann auch schon fast 5 Stunden gespielt. Das macht das Ganze schwerer. Dazu, man weiß nicht, dass es gewonnen ist. Also manchmal hilft auch allein diese Info schon ein wenig. Und ja, hier hat Weiß nicht so viele Wege. Also eigentlich hat Weiß nur 2 Züge und die beruhen beide auf der komplett gleichen Idee. Für solche Stellungen solltet ihr euch merken, der Turm sollte hinter den am weitesten vorgerückten Bauern. Der Punkt ist, dass Schwarz hier so ein kleines bisschen im Zugzwang ist. Also König f4 möchte man natürlich nicht spielen wegen König schlägt f6. Und nach g4 ist ganz wichtig, wo will der König hin? Hier darf man sich nicht vom schwarzen König abdrängen lassen. Der König möchte auf die andere Seite vom Bauern. Und nach g3, König h5, König f3, König h4, g2 und König h3 ist Weiß eben genau rechtzeitig. Der Bauer läuft nicht durch, geht verloren, und dann muss man nur noch mit dem Turm matt setzen. Das hätte Anna auf jeden Fall geschafft. Die interessantere Variante ist wohl g4. Aber hier kommt ja ein ganz wichtiger Moment.
König F7. Die Idee ist im Prinzip wieder die gleiche. Schwarz ist nach wie vor mehr oder weniger im Zugzwang und der König möchte nach H5. Und nach König F4 ist es ganz wichtig, dass man hier keine Zeit verliert. Man sollte sofort nach G6 und H5 laufen. Und hier ist man auch wieder rechtzeitig da, also nach König F3, König H4, G2 und König H3 gewinnt Weiß wieder den Bauern und der Nächste ist dann eben als Nächstes dran. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, hier nicht auf F6 zu nehmen, denn dann ist man plötzlich zu langsam, weil man kann jetzt nicht nach H4 oder H5 springen. Und wenn man jetzt König G6 spielt, zum Beispiel G2, König H5, König F3, König H4 und König F2, ist Schwarz natürlich rechtzeitig da. Also in solchen Stellungen ganz wichtig, sich darauf zu fokussieren, was will ich erreichen und nicht davon auszugehen, dass man diesen zweiten Bauern unbedingt schlagen muss. Denn natürlich sind zwei Bauern grundsätzlich besser als einer, aber man sollte sich klar machen, dass wenn zwei Bauern laufen wollen, dann brauchen sie eben auch doppelt so lange, wie wenn einer laufen möchte. Und wenn die Bauern immer abwechselnd ziehen müssen, dann hat der weiße König deutlich mehr Zeit, um eben beim Aufhalten zu helfen. Und deswegen sollte man hier den zweiten Bauern auf dem Brett stehen lassen. Das ist gar kein Problem. Man holt die jetzt einfach einzeln ab und Schwarz schafft es nicht, die beiden so gut zu koordinieren, dass sie durchlaufen. Zeigen wir noch, was Anna in der Partie gespielt hat. Sie hat Turm D5 gespielt. Aber hier kommt eigentlich genau das Problem, was wir eben gesehen haben. Der weiße König wird vom Schwarzen abgedrängt. Und die Partie endet Remis nach Turm D4. Der weiße König verfolgt den Schwarzen, aber das hilft nicht, denn hier ist der Bauer schon durch. Und okay, man kriegt jetzt noch Springer gegen Turm, aber das ist an sich recht leicht zu halten. Das Einzige, was man in solchen Stellungen wissen muss, ist, dass der Springer beim König bleiben sollte. Wenn man das weiß, dann kann man hier eigentlich gar nichts falsch machen. Also man könnte denken, das ist vielleicht nicht so leicht, aber tatsächlich, wenn man weiß, der Springer muss beim König bleiben, dann ist das einfach automatisch Remis. Es folgte noch König E3, Springer H3. Und nach Turm H2, ganz wichtig, Springer beim König, Springer G1. Hier hat man nur einen Zug und gut, der Springer konnte jetzt nicht auf zu viele Felder und wieder zurück. Und ja, es ging noch ein paar Züge weiter, aber die Partie endete dann Remis und hier gab es nichts mehr zu holen für Anna. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Sammlung an Aufgaben gefallen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr fleißig mit überlegt habt, denn genau dafür waren sie ja gedacht. Natürlich war das auch ansonsten eine nette Sammlung an kritischen Momenten des Turniers. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir gerne Bescheid, dann mache ich das auf jeden Fall am nächsten Ruhetag auch wieder. Ich gehe mal davon aus, dass weiterhin sehr interessante Momente in den Partien vorhanden sein werden. Und ich kann eben nicht alle Partien als Partie des Tages vorstellen. Deswegen ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, eben auch nochmal in die Partien zu schauen, die es nicht auf den Kanal geschafft haben. Und ja, morgen ist wieder die nächste Partie um 20.30 Uhr deutscher Zeit. Schaltet da gerne ein, schaut euch an, was die Kandidaten und Kandidatinnen so treiben. Und am nächsten Morgen kommt dann natürlich wieder ein Video von mir. Ich suche mir aus, was meine Partie des Tages ist und zeige euch dann da, was passiert ist. Ja, bis dahin wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Ruhetag und bis dann. Tschüss!